Und schön, dass ihr euch reinklickt. Ich habe heute einen Food Haul für euch und es sind jede Menge neue Sachen dabei und es wird weihnachtlich. Also, wir legen los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Ganz oben auf meiner Einkaufsliste standen Kartoffeln, weil in letzter Zeit essen wir die sehr viel. Ich bin ein großer Freund der Kartoffel, aber sie kommt nicht ständig hier auf den Tisch. Meine Kinder mögen das natürlich super gerne, aber meine Leidenschaft für Kartoffeln, ja, ich finde sie gut, aber nicht jeden Tag. Und mal hier und da ist okay, aber nicht allzu oft. Und deswegen habe ich viele Kartoffeln mitgenommen. Mein Mann hat auch schon gesagt, er möchte wieder ein leckeres Gericht essen mit Kartoffeln. Also, hier sind sie. Und auch mit dabei ist eine Reismilch. Meine Kinder trinken sehr gerne Reismilch. Viele Kinder tun das, weil die ist von Natur aus halt sehr schön süßlich. Eignet sich auch perfekt für einen Kakao am Morgen oder für einen Porridge. Meine Kinder mögen diese hier sehr gerne. Und natürlich wieder eingekauft. Und dann natürlich zum Kochen. Jede Menge frische Kräuter. Ob es Basilikum ist, Thymian ist oder einfache Petersilie. Mit Kräutern koche ich sehr viel, weil es gibt einen hervorragenden Geschmack und man muss nicht so viel zu anderen Dingen greifen. Und in meinem Laden gibt es einen neuen Smoothie. Da bin ich sofort dabei, weil ich nehme sehr gerne auch Smoothies morgens mit ins Auto. Ich mache die mir meistens selbst, aber wöchentlich kaufe ich schon so ein paar, die ich mir einfach schnappen kann aus dem Kühlschrank, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt noch im Auto mal was trinken oder was essen oder irgendwie was im Magen haben. Und ich bin gespannt, wie dieser hier schmeckt. Auch neu in meinem Bioladen und ich musste das ausprobieren, ist dieser Kokos-Chia-Aufstrich mit Chiasamenöl und Kokos. Und ich bin sehr gespannt. Wir verwenden hier meistens Margarine, obwohl mein Mann auch manchmal gerne Butter isst. Also das wechselt sich hier und da so ein bisschen ab. Die Kinder mögen lieber Margarine als Butter, aber das ist ja immer so eine Sache. Der eine isst lieber Butter, der eine isst lieber Margarine. Und diese Art Margarine konnte ich nicht stehen lassen, weil ich bin doch gespannt, ob man das Kokosöl durchschmeckt, wenn man sich zum Beispiel einen Toast macht mit Marmelade oder mit irgendeinem anderen Aufstrich. Da bin ich gespannt. Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Und mal gucken, wie das so ist. Und natürlich auch ein Brotaufstrich. In den letzten Wochen habe ich wieder ganz viele selber gemacht und habe da so ein bisschen was kreiert. Das werdet ihr auch noch in Zukunft erfahren. Aber diesen hier von Alnatura, den nehme ich sehr gerne. Den mag ich total. Ich mag nicht jeden Brotaufstrich. Ich bin da auch so ein bisschen so hin und her gerissen. Aber den hier finde ich gut und ich esse den ganz gerne auf Wraps oder ganz normal auf ein Sandwich. Also der musste unbedingt mit. Und in meinem Bioladen gibt es seit kurzem eine Art Jahrmarktatmosphäre. Ich habe gebrannte Mandeln, gebrannte Paranüsse entdeckt, auch gebrannte Pinienkerne und jede Menge gebrannte Sachen. Und das kommt natürlich fantastisch gut. Ich esse das so gerne, aber ich gehe nicht so oft auf den Jahrmarkt, weil hier auf dem Lande ist nicht so oft Jahrmarkt. Man muss dann schon in die City fahren. Natürlich, man kann auch alles selber machen, aber sich mal eben gebrannte Mandeln kaufen, gerade in der Winterzeit, ist genauso lecker wie mal hin und wieder einen schönen Glühwein zu trinken. Ist einfach gemütlich und dann habe ich so ein bisschen was zum Knabbern mitgenommen. Musste einfach sein. Und für die vielen leckeren Gerichte, die ich diese Woche noch kochen werde, habe ich Kokosmilch mitgenommen, weil hier und da asiatisch mögen wir sehr gerne oder eine Kokos-Möhren-Ingwer-Suppe oder was ich noch so vorhabe. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst, ich bin Obersuppen-Fan und Kokosmilch kommt da hin und wieder auch sehr gut. Und dann auch jede Menge Tomaten. Ich habe mal vor, mal wieder so einen schönen Tomatensalat zu machen oder auch Bruschetta. Ich weiß noch nicht, worauf es letztendlich hinauslaufen wird. Aber ich habe mal wieder Lust auf frische Tomaten, in welcher Form auch immer. Und die hier sind momentan besonders lecker. Und auch mit dabei Sauerkraut, weil wenn es draußen schön kalt wird, dann finde ich Kohl und andere Dinge immer sehr köstlich. Und wir haben auch schon Grünkohl gegessen, das darf natürlich hier im Norden nicht fehlen. Es gibt so Gerichte, die sind jahreszeitspezifisch und die genießen wir hier sehr. Und ich mache auch einen sehr leckeren Pasta-Sauerkraut-Auflauf. Den essen wir hier nicht ständig, aber wenn es kalt ist, super gerne und ich freue mich sehr. Mein Mann hat den schon angemeldet, er möchte den unbedingt bald wieder essen. Also habe ich jede Menge Sauerkraut mitgenommen. Manchmal gibt es in meinem Bioladen auch frisches Sauerkraut, das ziehe ich natürlich vor. Neulich habe ich das auch mal im Supermarkt gesehen. Aber jetzt, wo ich welches brauchte, gab es keins mehr. Aber da öffne ich natürlich auch mal gern ein Glas. Aber Pasta-Sauerkraut-Auflauf ist echt ein Gedicht.
Und noch eine süße Leckerei habe ich in meinem Bioladen entdeckt. Und zwar Kürbiskerle zum Vernaschen. Und die gibt es in verschiedenen Sorten. Aber ich habe Vanillezimt gewählt. Das sind Kürbiskerne, die einfach veredelt sind mit Schokolade, mit Vanille, mit Zimt. Und die gibt es in verschiedenen Sorten. Und ich finde die Aufmachung ganz witzig. Die Kinder sind auch voll drauf abgefahren am Regal und meinten, sie wollen das unbedingt probieren. Die sind handgemacht und kommen aus einer kleinen Manufaktur. Und ich bin gespannt, wie die so schmecken. Vielleicht ist das ja eine tolle Abwechslung und Nascherei in der Vorweihnachtszeit. Und hier wird natürlich immer auch gerne Kaffee getrunken. Wenn ich gerade vom Stall komme, mir ist so richtig kalt, dann genieße ich das, heiß zu duschen und mich mit einer schönen Tasse Kaffee auf die Couch zu hauen. Und natürlich brauche ich dafür einen tollen Espresso. Ich habe diesen hier mitgenommen, den finde ich momentan sehr gut. Und der ist auch entkoffeiniert. Und wenn es mal doch eine Tasse mehr werden sollte an Kaffee, macht das nicht gleich was. Ich trinke sowieso sehr gerne entkoffeinierten Kaffee. Und der hier ist eine super Wahl. Und dann habe ich noch Salat mitgenommen. Salat ist als Beilage nicht zu schlagen. Wir wollen demnächst auch mal wieder eine Spinatlasagne machen. Da finde ich Salat, generell finde ich Salat zu Lasagnen perfekt. Egal was für eine Lasagne es ist. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hätte mal wieder Lust auf eine Spinatlasagne. Die Kinder möchten lieber eine Kürbis. Lasagne und mein Mann meinte, er will das gerne mit Linsen. Vielleicht kann man das alles sogar zusammenbringen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall gibt es demnächst hier Lasagne mit einer leckeren Salatbeilage. Und jetzt habe ich wieder so richtig Lust auf Tee. Und da mein Teevorrat so ein bisschen geschrumpft ist, konnte ich auch wieder mal neuen kaufen. Ich habe natürlich altbewährte Sorten mitgenommen, die ich in den letzten Jahren sehr lieb gewonnen habe. Ich hatte diesmal keine Lust, was Neues auszuprobieren. Also es gibt Tee, den ich schon kenne und den ich einfach liebe. Und dann noch mitgenommen Mandelmilch. Gerade wenn ich Overnight Oats mache, finde ich Mandelmilch am leckersten. Gerade wenn die Haferflocken über Nacht in Mandelmilch ziehen, mag ich den Geschmack am nächsten Tag sehr gerne. So ein bisschen mandelig, manchmal tue ich mir noch Zimt und Vanille dazu und ich finde den Geschmack einfach unschlagbar. Vielleicht sogar ein bisschen Kurkuma, frischen Äpfeln und ein paar Rosinen. Dafür bin ich immer zu haben. Und gerade Mandelmilch eignet sich für Overnight Oats perfekt. Und ich konnte sie nicht liegen lassen, diese Lebkuchenschokolade. Und wenn ich so eine Sorte in einer veganen Variante finde, freue ich mich besonders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir schmeckt, aber ich habe sie natürlich noch nicht probiert, was sich nach diesem Video sehr schnell ändern wird. Auf jeden Fall habe ich 2 Tafeln mitgenommen, damit es auch für alle reicht. Und Schokolade muss einfach sein. Und für das leckere Backen, was hier demnächst immer wieder anstehen wird, habe ich noch Mandeln mitgenommen. Ebenso noch Vanille, weil Backen mit Mandeln und Vanille machen wir hier wirklich sehr viel. Das sind so Grundzutaten, die hier nicht fehlen dürfen. Und auch noch eingekauft habe ich für mein Müsli am Morgen goldene Leinsamen. Das mag ich auch sehr gerne, manchmal auch im Smoothie. Die gibt es ja schon so ein bisschen vorgeschrotet und dann kann man da 1-2 Teelöffel auch wunderbar im Smoothie verarbeiten. Aber nicht nur für den Smoothie. Auch zum Backen oder als Müsli-Topping oder so zwischendurch. Finde ich sehr, sehr lecker. Und dann noch mitgenommen ein Olivenöl zum Braten. Ich bin ein großer Öl-Fan und ich habe, glaube ich, ungefähr 14 bis 16 Öle im Schrank, weil jedes Öl hat hier seine Verwendung und ich bin da auf den Geschmack gekommen. Ich brate aber am allerliebsten mit Olivenöl. Da verwende ich die verschiedensten Marken. Zurzeit bin ich mit der hier sehr zufrieden. Die hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und gerade bei Ölen kann man ja auch ein halbes Vermögen ausgeben. Da muss man natürlich gucken, was gefällt einem am besten. Und es gibt ja wirklich so tolle Öle. Das eine ist zum Braten super, das andere für den Salat, das andere ist eher für Süßspeisen geeignet. Oder man möchte einfach einen ganz kräftigen Geschmack. Gerade wenn ich Kürbis mache, liebe ich zur Unterstützung noch Kürbiskernöl. Oder auch zur Kartoffel mag ich ein Leinöl. Ich bin da so ein richtiger Ölfreak. Und deswegen habe ich auch so viele, aber so ein Bio-Olivenöl, gerade zum Anbraten, das gehört für mich zu Hause zum Standardsortiment. Weihnachten gibt es natürlich jede Menge Leckereien und ich hoffe, dass du dir auch schon leckere Dinge ausgesucht hast in deinem Supermarkt oder Bioladen, die dir in der Vorweihnachtszeit gut schmecken werden. Falls du den letzten Food Haul verpasst haben solltest, kein Problem, ich habe ihn dir hier nochmal an der Seite verlinkt. Und wer Lust und Zeit hat, der schaut gerne auf meinen Blog vorbei. Dort gibt es auch immer jede Menge Neuigkeiten zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns schon am Mittwoch wieder. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Also macht's gut, bis Mittwoch und tschüss.